Guten Tag, liebe Besucherinnen und Besucher. Herzlich willkommen zurück in der Ausstellung Giorgio di Chirico, magische Wirklichkeit. Ich freue mich heute als Kuratorin der Schau mindestens doppelt. Zum einen, weil wir ja dank der realen Öffnung seit einigen Tagen nun Sie hier wirklich einladen können, dass Sie die weltweit zusammengetragenen originalen Werke nun wirklich auch vor Ort real erleben können. Das natürlich unter allen Sicherheitsbedingungen mit Zeitfenstertickets. Und es ist wunderschön, Sie jetzt hier auf der Piazza mit den Werken real sehen zu können, auch für uns als Haus. Zum anderen freue ich mich unheimlich, dass wir diesen realen, intellektuellen, sinnlichen Eindruck nun doch weiterhin erweitern können, dank der digitalen Möglichkeiten, heute mit einem Vortrag, einem Gespräch mit dem Giorgio di Chirico, Kenner und Forscher in Deutschland schlechthin, Gerd Roos. Sein 1994 mit Wieland Schmid herausgegebenes Buch über die Chirico und München ist ein Standardwerk. 1998 hat er in der Ausstellung Giorgio di Chirico, Böcklin und Max Ernst schon die entscheidenden Vergleiche zwischen di Chirico und Arnold Böcklin gemacht, auf die wir uns heute hier mit dieser Ausstellung auch beziehen. 2001 war er beteiligt an der Ausstellung in Düsseldorf, die sich mit di Chirico und seinem Bruder Savinio beschäftigt. Er hat 2007 in dem Ausstellungskatalog in Padua schon wichtige Bildzitate dargelegt zu Giorgio di Chirico. 2007 hat er auch innerhalb des Ausstellungskatalogs Max Klinger, eine Liebe, dargelegt, wie weit di Chirico sich auch auf Max Klinger bezieht, worauf wir heute auch eingehen werden. Eine Ausstellung, die die Hamburger Kunsthalle mit dem Museum in Leipzig gemacht hatte zum 150. Geburtstag von Max Klinger. Also vielfältigst ist er als Autor und als Kurator in Erscheinung getreten. Als Kurator auch der Ausstellung, die 2016 in Stuttgart wunderbar die Ferraresa-Werke von Giorgio di Chirico und die Moderne beleuchtet hat, den er mit Paolo Baldacci und Christiane Lange in der Staatsgalerie Stuttgart auch den Katalog dazu herausgegeben hat. Mit Paolo Baldacci, dem externen Kurator unserer Ausstellung, hat er auch das Archivio dell'Arte Metafisica in Mailand begründet. Sie sehen, seit über 30 Jahren ist er in dem Thema drin und wir sind unglaublich dankbar, dass er seine jahrzehntelangen Forschungen hier heute mit uns teilt und auch die neuesten. Gestern Abend kam der letzte Bildvergleich, den er gefunden hat. Mit diesen Bildern, die er jetzt zeigt, gibt er uns Einblick in ein großes Forschungsprojekt von ihm, was dazu führen wird, ein Inventar der Bilder, Zitate von di Chirico aufzustellen. Und Sie werden hoffentlich in der nächsten Stunde merken, wie faszinierend dieses Forschungsprojekt ist, an dem er arbeitet. Ich stehe hier nicht im Hauptraum ausnahmsweise, sondern in einem der fünf Nebenräume unserer Ausstellung, neben einem Werk von Giorgio di Chirico, das ihn zeigt, eben nach der metaphysischen Phase, Anfang der 1920er Jahre, wo er sich in einem versteckten Selbstporträt als Odysseus zeigt, also als den Suchenden. Und die Art, wie er sich hier zeigt, bezieht sich wiederum auf sein Vorbild Arnold Böcklin. Ein Werk, das wir im Original aus einer Privatsammlung hier in die Ausstellung holen konnten und was Sie vis-à-vis gehängt sehen können. Und Sie können damit hier real an den Originalen vergleichen. Worin unterscheidet sich Giorgio di Chirico von Arnold Böcklin? Worin zitiert er ihn? Wie weit geht er über ihn hinaus und wie zeigt er sich hier als suchender Künstler? Ich danke Gerd Roos ganz herzlich und ich danke dem Istituto Italiano di Cultura in Hamburg mit seiner Direktorin Nicoletta Di Blasi, die uns bei der Durchführung dieser Veranstaltung großzügig unterstützen. Ich freue mich unheimlich, dass wir jetzt nach Berlin schalten können ins Arbeitszimmer von Gerd Roos, wo er sicher umgeben ist von tausenden Abbildungen, die er jetzt in Teilen mit uns teilen möchte. Hallo liebe Annabelle, vielen Dank für die schöne Einladung. Das wird ein spannendes Experiment. Und jetzt kann ich nur sagen, Klopf auf Holz, toi toi toi, dass das ein schönes Gespräch wird. Ja, und wenn wir schon vor dem Odysseus stehen, dann kann man vielleicht auch hier gleich den ersten Schwenk machen. Nämlich, wie wir alle wissen, sind die Surrealisten die ersten großen Bewunderer der metaphysischen Kunst gewesen. Aber als Paul Eluard 1924 di Chirico in Rom aufsuchte, bestellte er ausgerechnet dieses Bild bei di Chirico. Das heißt, er hatte eine frühere Version von diesem Odysseus gesehen und wünschte sich eine Version, die offenbar etwas romantischer ist, nicht so hart
Und mit diesem Schatz hat er dann gleichzeitig auch noch andere Bilder bestellt, unter anderem den verlorenen Sohn, eine Fassung des Troubadour. Und das Interessante ist, dass wir heute die Beziehung der Kerekos zu Realisten immer nur auf das frühe Werk reduzieren, aber sehen viel zu wenig, dass auch diese Art von Bildern in einem bestimmten Moment, muss man sagen, auf großes Interesse bei den Surrealisten stieß. Zum Thema unseres heutigen Tages ist das eigentlich ein zwiespältiges Beispiel. Also da, womit ich mich beschäftige, das sind wirklich Bildzitate bei de Chirico. Und zwar Bildzitate, die auf Wiedererkennbarkeit angelegt sind. Das heißt, die, wenn man ungefähr die Bildwelt, den Hintergrund von de Chirico kennt, tatsächlich eindeutig wiedererkennt. Dieses Bild, und ihr habt ja auch das Original in Anführungsstrichen von Böcklin hängen, das ist eigentlich so die klassische ikonografische Aufnahme und Abwandlung. Das kennen wir von ganz vielen Künstlern. Das ist Kunst kommt von Kunst, das wissen wir alle. Das ist der erste Satz, den wir im Studium lernen. Und hier hat de Chirico eine Bildformel von Böcklin aufgegriffen und im Grunde genommen den emotionalen Gehalt anders interpretiert. Also wo Böcklin, der sehnsuchtsvoll, fast schreiende, verzweifelte ist, kommt hier so ein resignierter Böcklin, der vermutlich auf der Insel der Kalypso sitzt und in die weite Ferne, in die Heimat weist, wo Frau, Kind und sein Königreich auf ihn wartet. Und er ist aber jetzt gar nicht der Aktive, der sich tatsächlich jetzt aufmacht, dorthin zu wollen, sondern eigentlich der Resignierte, der sich so ein bisschen in sein Schicksal fügt. Und du hast ja auch wunderschön herausgearbeitet, dass sowohl Böcklin in dem Odysseus eigentlich ein verstecktes Selbstporträt hat, als auch de Chirico hier ein Selbstporträt zeigt. Er zeigt sich als Odysseus, aber es ist eigentlich eine doppelte Identifikation sowohl mit Odysseus als auch mit Böcklin dann ist von de Chirico, nicht wahr? Aber es ist auf jeden Fall ein symbolisches Selbstbildnis, wie überhaupt alle diese Figuren bei de Chirico immer nur ihn selbst meinen, egal ob sie nun Argonauten oder Odysseus oder Dioskuren heißen, es geht immer nur um ihn. Und die doppelte Identifikation, den Odysseus hatten wir gerade, mit Böcklin zielt dahin, also jenseits all dem, was es an Bildern gibt, an Formeln, Böcklin war für de Chirico der große Unverstandene. Und das ist die Rolle, in der er sich auch immer selber gesehen hat. Deshalb die Identifikation mit Böcklin. Wir finden auch in anderen echten Selbstbildnissen, wenn man das mal so sagen darf, tatsächlich Anspielungen auf Selbstbildnisse von Böcklin, Gesten und manches Detail. Und da wird immer deutlicher, was in seinem Text jedem in die Augen springt. De Chirico hat 1920 einen kunstkritischen Essay über Böcklin geschrieben. Und die Botschaft ist eigentlich die, es fängt auch schon an, Böcklin gehört zu den großen Unverstandenen. Und da ist schon die Leitlinie, der rote Faden des ganzen Essays angedeutet. Ja, er versucht zunächst Böcklin sozusagen als Schriftsteller zu rehabilitieren und dann später 22 und dann hier 24 auch in seiner Kunst wieder in sein Werk hineinzuholen, wie er es ja auch schon vor der metaphysischen Phase, was du ja auch so toll dargelegt hast in deinen Schriften, sich ja auch so stark auf Böcklin bezieht. Was ich interessant finde, ist, dass du gesagt hast, das ist ja jetzt eigentlich noch kein Bildzitat, aber wir kommen jetzt zu den realen Zitaten aus den Bildern. Noch kurz zu dem Begriff des Bildzitats. Also, ich habe wirklich keine feste Definition, aber eine Definition oder ein Element gehört auf jeden Fall dazu, die Wiedererkennbarkeit. Und andererseits gibt es Zitate, wir werden sie sehen, die sind wirklich eins zu eins Übernahmen. Da stimmt jedes Härchen auf der Kopfhaut. Und es gibt Zitate, da sind Dinge verändert, weil nicht immer passt das, was de Chirico sich aus Büchern zusammensucht, exakt in das Bildkonzept, was ihm gerade vorschwebt. Und insofern gehen wir jetzt zu einem Bild, was leider nicht in der Ausstellung ist, aber es gehört zu den ersten beiden Bildern, mit denen die metaphysische Kunst 1909 begründet wird. Und da gibt es zwei Schlüsselwerke. Das Rätsel eines Herbstnachmittags ist das berühmteste. Das ist das erste metaphysische Bild. In dem Sinne, dass es keine narrative Geschichte mehr hat. Das ist nicht mehr wie die Böcklinschen Bilder vorher,
im akademischen Sinne auch erzählerisch. Das heißt, es gibt eine Handlung, es gibt ein Vorher, Nachher und das alles fällt weg. Und als zweites fällt weg, ganz entscheidend, dass die menschliche Figur quasi ausgeblendet wird, bis auf kleine Schemen. Und dass er noch einen wichtigen Schritt tut, während Böcklin immer mit der Natur gearbeitet hat. Wir sehen hinter deiner Schulter die Serenade, da ist ganz deutlich, das sind toskanische Hügel und der Hauptanteil des Bildes ist tatsächlich Natur. Und in dem Wechsel von diesen böcklinschen Bildern zur Metaphysik wird diese Natur durch Architektur ersetzt. Und auf einmal haben wir nur noch artifizielle Räume, die uns im Grunde ähnliche Situationen wie da schon angelegt präsentieren, nur eben nicht mehr in der romantischen Natur, sondern in der, wenn man so will, modernen Kühle der Städte. Ich will jetzt nicht die leeren Plätze mit dem zurzeit beliebten Vergleich von Corona-Plätzen überstrapazieren, aber natürlich gibt es bei dieser Leere was anderes als die Natur mit ihrer reichhaltigen Fülle. So, nach diesem kleinen Schlenker gehen wir in das letzte vormetaphysische Bild zurück und da haben wir wieder die Figur des Odysseus vor uns. Das heißt, das Gemälde heißt das Rätsel des Orakels. Wir sehen einen Tempel, hochgelegen, im Hintergrund links geht so leicht der Blick auf die Stadt. Manche sagen, das sei Athen, manche sagen, das sei Volos, die Geburtsstadt von Dekereko. Aber de facto ist es eigentlich kein reales Abbild, sondern es beschreibt nochmal eine Szene, die dann quasi das Bild, was neben dir ist, vorwegnimmt. Nämlich Odysseus wird gerufen, in den Trojanischen Krieg zu ziehen, aber er ist, wie wir alle wissen, äußerst lustlos. Also die Idee, so weit wegzuziehen und so lange wegzubleiben, das behagt ihm gar nicht. Und er sucht ein Orakel auf und in diesem Orakel wird ihm prophezeit, wenn du nach Troja ziehst, wirst du erst nach 20 Jahren zurückkommen, und zwar allein und völlig im Elend. Das ist natürlich das Gegenbild zu dem, was normalerweise mit solchen archaischen Kriegszügen gemeint ist. Man geht auf Beutezug und kommt als tapferer Held zurück, hat viele Feinde erschlagen, das Schiff ist voller Gold und genau das wird ihm alles nicht passieren. Und in dem Moment, wo er das realisiert, was auf ihn zukommt, denn er weiß ganz genau, diesem Schicksal kann er nicht entkommen, da fällt er in diese Erstarrung, in die Melancholie, die wir in dieser silhouettierten Figur sehen. Und von da aus gibt es jetzt zwei Dinge. Das eine ist, dass Dekereko sich in dieser Figur wieder selbst spiegelt. Ich mache es kurz. Wir wissen, dass er in diesen Monaten im Sommer, Herbst 1909, wahrscheinlich auch schon im Jahr vorher und danach, tatsächlich unter schweren Depressionen litt. Er selber spricht dann davon, dass er von schweren Krisen, schwarzer Melancholie erfasst worden sei. Wobei der Begriff Depression im medizinischen Sinne gab es ihn damals schon, aber bräuchlich war das Melancholie. Melancholie hat natürlich für jeden Künstler den Vorteil, da spielt auf sofort auch die Genialität eine Runde. Also warum sind alle genialen Künstler Melancholiker? Das ist natürlich jetzt untrennbar so eine medizinische Dimension mit so einer Art Selbstbeschreibung verbunden. Und jetzt kommen wir zu dem Sinn und Zweck, oder zu allem Sinn und Zweck vom Bildzitat bei Dekereko. Wenn wir uns jetzt diese silhouettierte Figur anschauen, dann erkennen wir sofort, das ist Odysseus aus dem Gemälde von Odysseus und Kalypso von Arnold Böcklin. Und wenn das ist so evident für jemanden damals, wo Odysseus und Kalypso häufig reproduziert ist, also eigentlich jeder Betrachter hat sofort die Brücke geschlagen zwischen dieser Figur und dem Böcklinschen Bild. Und man kann sagen, in diesem Falle zitiert Dekereko quasi eine weitere Episode. Also er zeigt den Anfang der Geschichte und durch das Zitat verweist er auf eine Episode später. Und das ist eine von vielen Funktionen, die so ein Bildzitat bei Dekereko hat. Es ist eine lange Diskussion, die wir so führen, so im wissenschaftlichen Kreis. An wen wendet er sich mit solchen Gedankenspielen einfach? Also wer ist tatsächlich in der Lage, das aufzuschlüsseln und nachzuvollziehen? Und je länger wir darüber nachdenken, kommt jetzt eine zweite wichtige für die Dekereko essentielle Ebene in seine Kunst. Nicht nur, dass sie nur von ihm handelt, sondern dass sie vor allen Dingen auch von ihm und seinem Bruder Alberto Savinio handelt.
Der ebenfalls Maler war, der Musiker war, der Schriftsteller war, der Kunstkritiker, Kulturkritiker, Theatermann, der alles gemacht hat. Aber im Grunde sind diese beiden Brüder ihr Leben lang in einem schwierigen Verhältnis miteinander verbunden. Und ganz vieles, so wird langsam deutlicher als noch vor 20 oder 30 Jahren, lässt sich nur verstehen, wenn man immer wieder schaut, was macht Savinio, wie arbeitet Savinio. Und dann kommt man auch dahin, dass sie viele Analogien haben. Also ihre Bilder sehen auf den ersten Blick nicht wirklich vergleichbar aus, aber wenn man etwas tiefer schaut auf die Struktur dieser Bilder, auf bestimmte Elemente, wir werden nachher ein schönes Beispiel auch sehen, da merkt man, da gibt es eine Dimension, die eigentlich noch nicht richtig ausgelotet ist. Und du hast doch diese wunderbare Zeichnung von Alberto Savinio, die eben auch eigentlich diese Figur des Odysseus zeigt, die verschollen ist, habt ihr doch auch publiziert, ne? Wo man sieht, dass eigentlich Savinio auch schon diese Figuration gezeichnet hat. Also wir wissen, dass De Chirico und Savinio um 1909, also in dieser kurzen Inkubationszeit der metaphysischen Kunst, da haben sie auf der einen Seite sehr viel studiert, Nietzsche gelesen, aber auch Bibliothek aufgesucht. Und auf der anderen Seite haben sich in diesem Moment sowohl De Chirico als auch Savinio in Musik, in Malerei und in Texten artikuliert. Das heißt, das Konzept, was sie entwickelt haben, wir reden heute von metaphysischer Malerei, aber korrekter müsste man sagen von metaphysischer Kunst, die sich in verschiedenen Medien manifestiert. Und diese Zeichnung von Savinio ist für einen Teil der Forscher zumindest gleichzeitig entstanden. Sie ist nicht datiert, aber sie gibt exakt die gleiche Bildidee wieder, wobei leider niemand mehr das Original bewundern kann, weil es schon vor 40 Jahren in einer Ausstellung gestohlen wurde und nie wieder aufgetaucht ist. Das heißt, wir leben alle von einer uralten Abbildung aus den 30er Jahren, wo man nicht mal 100% sicher ist, ob es die vollständige Zeichnung ist oder vielleicht doch nur ein Ausschnitt, dass irgendwas fehlt. Aber man sieht, dass Savinio in dem Falle doch noch akademischer, noch ein bisschen steriler ist. Aber man sieht, De Chirico hat eine akademische Ausbildung, zumindest für einige Jahre. Und Savinio war, was Zeichnen angeht, im Grunde Autodidakt. Die wollten sich in den gleichen Medien artikulieren. Sie haben gemeinsam gearbeitet und da liegt es auf der Hand, dass sie mit den gleichen Bildelementen spielen, um zu sehen, wo kommen wir weiter. Hast du ja schon 2001 in Düsseldorf großartig mitgemacht, ne? Genau, wir hatten auch schon ein Konzert in dem Zusammenhang unserer Ausstellung, wo wir auch Savinio hier im Ausstellungsraum spielen konnten und haben dann natürlich auch auf deine Forschung aufgebaut in diesem Wunsch, das gleich auch hier zu zeigen. Sie haben gerade schon gesagt, dass De Chirico sich mit Bildern auseinandersetzt, indem er Elemente daraus in seine eigene Malerei übernimmt. Wir haben aber auch einen schönen Fall, ein Beispiel von mehreren, in dem wir zeigen können, dass De Chirico in verschiedenen Medien sich mit dem gleichen Gemälde auseinandersetzt. Und jetzt fangen wir an. Wir zeigen jetzt als erstes ein Gemälde, das heißt Drei Krieger am Strand. Ganz simpel deskriptiv von 1929. Und da sehen wir drei Figuren, zwei stehende Krieger, einer ist kaum bekleidet und in der Mitte ein Pferd mit einem Reiter. Uns interessiert in diesem Fall nur der linke Krieger. Der ist nämlich eine wörtliche Übernahme aus dem wirklich wahnsinnigen Bild von Arnold Böcklin, Grabmal des Herakles. Und da sehen wir die gleiche Figur links außen stehen. Hier ist zentral auch die Mauer. Und jeder, der jetzt dieses Bild sieht, und dieser Vergleich wird ja auch immer wieder veröffentlicht, muss natürlich sofort an das Gemälde denken, von dem wir eben geredet haben, nämlich das Rätsel des Orakels. Weil man muss sich immer vorstellen, es ist schon ziemlich mutig, in das Zentrum eines Bildes, wo traditionell immer die Hauptsache sich abspielt, einfach eine steinerne Mauer zu setzen, wo nichts ist, kein Graffiti oder so, sondern einfach nur minutiös beobachtete Steine. Und mit diesem Gemälde, das Grabmal des Herakles, beschäftigt sich De Chirico 1920 in dem schon erwähnten Essay über Arnold Böcklin. Und da spricht er davon, dass Böcklin im Unterschied zu Klinger
mehr so für die nördliche kontinentale Natur sich interessiert, aber vor allen Dingen für die mythische Seite, die dunklen Visionen aus beunruhigenden Zeitaltern. Und er spricht von heiligen Städten, die den nördlichen Winden ausgesetzt sind und nennt dann als ein Beispiel eben das Heiligtum des Herakles und sieht darin eine Anspielung auf die weissagenden Eichen von Dodona. Das heißt, auch das ist, hier wiederholt sich das bei der Kirche, Dodona ist eines der berühmtesten und ältesten Orakel in Griechenland, in Nordgriechenland. Und es war ein sogenanntes Baumorakel. Das heißt, man sieht eine Umfriedung wie auf dem Gemälde von Böcklin mit der berühmten Eiche im Mittelpunkt. Und das Rauschen wurde dann durch die entsprechenden Priester interpretiert und gedeutet und als Antwort dann den Fragenden vermittelt. Also hier haben wir so eine Dimension. 1929 veröffentlichte Kirikou seinen ersten und im Grunde einzigen Roman, der fertig geworden ist, namens Heptomeros in Paris. Und dieser Roman ist in weiten Teilen wie ein Musée imaginaire. Das heißt, es ist eine Abfolge von Bildern in einem Staccato von Sätzen, die meistens gar nicht durch einen Punkt getrennt sind, sondern er nimmt tatsächlich liebend gern ein Semikolon und manche Satzkaskaden ziehen sich fast über zwei, drei Seiten. Und das Spannende ist, dass er immer wieder konkret existierende Gemälde beschreibt. Und jetzt lese ich einfach vor, weil so kann ich mir das nicht merken, was er über das Heiligtum des Herakles schreibt. Vor den Heiligtümern, worunter unberührbaren Steinplatten die geheiligten Waffen des Herakles schließlich verwesten und verrosteten, wachten bärtige Krieger mit scharfen, von männlicher Schönheit geprägten Profil. Die Ziegelsteinmauern entlang, auf der Seite, wo die Sonnenstrahlen nie hindrangen, rankte sich der Efeu und grünte das Moos. Und dieser Satz ist in mehrfacher Hinsicht für mich immer noch ein Rätsel. Der Kirikou kann dieses Bild nur in wirklich nicht sehr qualitativ hochwertigen Schwarz-Weiß-Abbildungen gesehen haben. Woher weiß er das mit dem Efeu und dem grünen Moos? Wenn man das Bild jetzt mal in so einer totalen zeigen würde, dann ist es korrekt, völlig korrekt beschrieben, aber es ist fast nicht zu sehen auf Schwarz-Weiß-Abbildungen. Also er hat auch da vermutlich noch eine gute Dosis einfach seiner Fantasie spielen müssen. Das Zweite ist, was dem aufmerksamen Zuhörer nicht entgangen ist, er nennt das eine Ziegelsteinmauer. Tatsächlich gibt es aber im Böcklins Gemälde gar keine Ziegelsteinmauer, sondern es ist eine Bruchsteinmauer aus grob behauenen Steinplatten im Grunde geschichtet, und zwar mörderfrei. Und hier passiert etwas, dass der Kirikou diese Mauer von Böcklin beim Schreiben in Erinnerung verwechselt mit der roten Ziegelsteinmauer, die das berühmte Gemälde von Klinger so als lange Front der Spaziergang ins Bild ragen lässt. Und diese Idee, in dem Errätsel des Orakels eine Mauer in die Mitte zu setzen, kommt von diesem Böcklinschen Bild. Aber die Art der Mauer kommt von diesem Klingerschen Bild. Und als er dann 10 Jahre, 20 Jahre später den Roman verfasst, gehen diese Bilder in seinem Kopf alle in eins. Also die überlagern sich und verschwimmen und werden eins. So kommt dieser in Anführungszeichen Fehler in seinem Text zustande. Das ist sehr spannend. Glaubst du, er hat den Spaziergang von Klinger im Original sehen können? Auch nicht, ne? Auch das nach einer Reproduktion, oder? Also wenn überhaupt, kann er ihn nur gesehen haben auf einer Ausstellung in Leipzig 1908, glaube ich, wo wir überhaupt keinen Hinweis haben, dass er je nach Leipzig gefahren ist. Und was noch viel, viel erstaunlicher ist, ich habe noch keine einzige Farbabbildung gefunden vor dem Zweiten Weltkrieg, wo das Gemälde in Farbe reproduziert ist. Nun weiß ich nicht alles und ich kenne auch nicht jede Postkarte, aber für mich war dieses Bild hier in der Nationalgalerie immer wieder, damals noch in der DDR, es war einfach die Farben und es ist so. Wirklich, wenn man das noch in die Ausstellung hätte nehmen können, das hätte fast schon neben den ersten metaphysischen Bildern hängen können, weil
Die Tonalität des ganzen Gemäldes entspricht exakt dem Blick Kerekov. Also man muss auf der einen Seite fast behaupten, er hat es gesehen, auch wenn man eigentlich nicht wirklich sagen kann, wann und wo das geschehen sein sollte. So, jetzt kommen wir nochmal zu dem Krieger zurück. Wir haben jetzt schon das erste Bildzitat und jetzt haben wir noch ein weiteres Bild zu einer Serie, von der wir gleich mehr hören. Das sind jetzt Mitte der 30er Jahre entwickelte Kerekov einen ganz eigenen Motivzyklus, der unter dem im Grunde nicht ganz zutreffenden Namen Bagni Mysteriosi, geheimnisvolle Bäder, heute bekannt ist. Und in einer kleinen Tempera-Arbeit greift er diesen Krieger wieder auf. Das heißt, wir sehen eine Szene, einen modern gekleideten Mann mit einem Pferd, vorne das typische Bassin, wo mit einer stehenden Männerfigur. Und dann auf einem kleinen Podest ist, wie als Feier des Zitats, dieser völlig fremde und völlig heterogen und aus der Zeit gefallene Krieger von Böcklin wieder eingebaut. Auch hier muss man sehen, dass der Faltenwurf jetzt etwas anders ist. Und damit stellt sich auch die Frage, immer wenn der Kerekov solche Dinge gemalt hat, dann hat er sie teils aus der Erinnerung gemalt und teils hat er tatsächlich sich wieder eines Buches bedient oder einer Postkarte oder einer Abbildung, um dann wirklich exakt zu bleiben, weil das gehört dann dazu. Es gehört schon dazu, dieses Zitat, um es als solches kenntlich zu machen, auch möglichst genau zu kopieren. Und wenn wir jetzt, wir haben uns das für unser Gespräch heute ein bisschen gespart, aber diese Ritter oder diese Wächterfigur, muss man ja korrekterweise sagen, die finden wir in mindestens noch einem halben Dutzend weiterer Bilder. Das heißt, wenn der Kerekov einmal so ein Zitat entwickelt, das ist auch so eine Frage der Interpretation, was es dann bedeutet, wenn sie dann wie eine Vokabel in seiner Sprache integriert wird und immer wieder auch in ganz neuen und völlig anderen Zusammenhängen benutzt wird. Da stellt sich auch die Frage, gibt es so eine Art Ursprungsbedeutung, die dann durch diese Bilder wandert? Oder kommt dann auch irgendwann so eine Art, wie soll man das sagen, eine Routine da rein, weil es eben für ihn eine schöne Bildformel ist, die aber nicht notwendigerweise jedes Mal auch mit Bedeutung aufgeladen ist? Das ist auch eine Frage, wo wir im Grunde genommen noch weit davon entfernt sind, das wirklich schlüssig beantworten zu können. Ob sich dieses Element dann auch verselbstständigt durch das Wandern, durch die verschiedenen Bilder. Du hast das ja sehr schön gezeigt, wie das eigentlich auch ein Prinzip der Kombinatorik ist, ne? Also wie er dann collageartig immer wieder in verschiedenen Kontexten dieses Element dann benutzt. Das war ein Punkt, da werden wir nachher noch Beispiele sehen. Also es gibt, um das kurz einzuflechten, systematisch betrachtet im Grunde drei Verfahren. Das eine ist, wie bei dem letzten Bild, was wir gesehen haben, diesem kleinen Bagni-Bild, es gibt verschiedene Bildelemente und die sind in der Regel alles Bildzitate. Das heißt, da werden aus mehreren Bildzitaten das kombiniert, was man in der Mangelung einer besseren Vokabel zurzeit gemalte Collagen nennt. Weil sie werden doch vereinheitlicht, die heterogenen Elemente erscheinen doch als ein geschlossenes Bild. Und das ist ja genau der Gegensatz zur Collage oder zu den meisten Collagen, die ja versuchen auch deutlich zu machen, wo die verschiedenen Dinge herkommen. Auf der anderen Seite, wenn man an Max Ernst Collagenromane denkt, dann sind sie ja genauso, nur auch technisch anders gemacht. Er nimmt aber ähnliche Strukturen und bei ihm geht es ja darum, dass auch nicht auffällt, wo eigentlich jetzt der künstlerische Eingriff gewesen ist. Man ist dann irritiert, aber das Gesamte erscheint erstmal homogen und erst wenn man genauer hinguckt, merkt man, dass da Dinge kollagiert sind. Und das Dritte, da werden wir nachher auch noch ein Beispiel sehen, ist, wenn der Kerekov ein komplettes Gemälde wiederholt. Und da ist es auch sehr spannend zu fragen, in welche Kategorie gehört sowas eigentlich? Aber diese Frage werden wir dann vertiefen, wenn wir bei dem passenden Bild sind. Ja, wir stehen hier jetzt vor einem Gemälde von Max Klinger an einer der weißen Außenwände. Wir haben die Ausstellung ja so gehängt, dass alles, was die Kerekov ist, auf Blau im Zentrum und im Außen das, was auf ihn einwirkt oder auf das er einwirkt. Und so hängt ein Werk unserer Sammlung hier, Meeresgötter in der Brandung von 1883, 84 von Max Klinger gemalt.
ein Bild, was Teil eines siebenteiligen Zykluses ist, der für eine Wanddekoration geschaffen wurde für die Villa Albers in Berlin, 1885 dort installiert, und es kam um 1900 in eine Berliner Kunsthandlung. Dort erwarb es Alfred Lichtwag 1902 mit Hilfe der Freunde der Kunsthalle für die Hamburger Kunsthalle. Also dieses Bild ist neben weiteren dieser Wanddekoration seit 1902 bei uns in der Hamburger Kunsthalle zu sehen. Und Gerd weiß, wann und wie vielleicht de Chirico es gesehen hat. Wahrscheinlich nicht bei uns, Gerd, oder? Wahrscheinlich überhaupt nicht, weil wie so oft von einer Reise nach Hamburg, wo ich ja damals befand, als de Chirico in Deutschland war, wissen wir auch nichts. Wir können solche Dinge natürlich nie ausschließen, weil das war auch unter jungen Akademikern, die sind natürlich wie wir auch möglichst viel gereist, und sich einen Tag in den Zug zu setzen, um von München nach Hamburg zu fahren und zurück, um irgendwas zu sehen, wäre also durchaus üblich gewesen. Allerdings ist der Freundeskreis recht gut umrissen und es ist von niemandem berichtet. Niemand berichtet, dass es in den Jahren tatsächlich solche konkreten Reisen gab. Also ob de Chirico das je gesehen hat, ist er zweifelhaft. Aber de Chirico ist eh jemand, der von zweiter Hand lebt. Das heißt, für ihn ist die Welt der Bücher und nicht unbedingt die Welt der Museen, wie man fälschlich immer behauptet. Das ist für ihn die Quelle seiner Inspiration. Ja, er geht auch ins Museum, aber zu Hause nimmt er die Reproduktion. Ich habe es noch selbst erlebt, dass in seinem Studio Mitte der 90er Jahre, da gab es so eine Art Nachtschränkchen mit einer Schublade, und da waren ganz viele Abbildungen drin oder Bilder, ausgeschnittene Bilder, Postkarten, ein bunter Mix. Und einige dieser Abbildungen hatten noch oben in der Mitte das Loch von der Heftzwecke, mit der er solche Dinge dann auf die Leinwand heftet, auf den Keilrahmen, um dann danach zu malen. Das heißt, das ist die Welt, aus der er dann, wenn es konkret wurde, seine Dinge geschöpft hat. Wir reden jetzt über eine Grafikfolge, die de Chirico zusammen mit Jean Cocteau 1934 konzipiert hat. Wer zu diesen Dingen die Idee hatte, wissen wir ebenso wenig, wie das genau stattgefunden hat. Wir kennen einen Brief von de Chirico an Cocteau, wo er Cocteau schreibt: Ich würde dir gerne einige Gemälde zeigen für die Art, die ich dann für die Illustration verwenden werde. Das heißt, er hat diese Bagni-Gemälde Anfang 1934 in Paris gemalt und von diesen Gemälden dann Themen und Motive zum Teil übernommen und zum Teil neu entwickelt in der Grafikfolge, die eigentlich Mythologie heißt, aber unter diesem Titel nimmt die niemand. Sie stehen immer Bagni Mysteriosi drauf. Es gibt 10 Blätter und es gibt 10 kurze Texte von Cocteau, die am Ende auch als lithografiertes Blatt beigefügt waren. Aber die Texte und die Bilder haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also es gibt keine einzige Untersuchung, Studie, die auch überhaupt nur auf die Idee gekommen wäre, hier mal wirklich zu prüfen, wie Text und Bild im Sinne von Illustration sich verhalten. Es sind im Grunde zwei unabhängige Stränge, die man typisch Cocteau und im Grunde typisch surreal einfach zusammengebracht hat. Surreal bitte in Anführungsstrichen. Und diese Bagni-Folge kann man sehr schön eigentlich skizzieren als Illustration zu einem nie geschriebenen Roman. Denn wir haben bestimmte Motive, die wiederkehren. Wir haben sogar eine kleine Reihenfolge. Also es gibt keine von de Chirico vorgeschriebene Folge, wie die gehängt werden. Das heißt, sie sind frei kombinierbar. Aber man hat sich darauf geeinigt, seit den Ende der 60er Jahre, als das erste Grafikwerkverzeichnis erschien, dass zumindest das Eingangsbild immer das gleiche ist, nämlich das Selbstbildnis von de Chirico in bürgerlichem Gewand, der eine dieser Badehäuschenkabinen betritt und damit die Geschichte quasi initiiert. Für de Chirico war das Badehäuschen im Grunde ein magischer Ort, um mal euren Titel aufzugreifen. Denn als Kind hat er beobachtet, dass da etwas sehr Merkwürdiges passiert. Es gehen oben bekleidete Menschen rein und unten durch die Treppe kommen die gleichen Menschen
aber in anderer Kleidung raus. Sie kommen natürlich nicht nackt raus. Zu Kirikos Kindheitstagen war die Badebekleidung, ja, wie soll man das vergleichen? Das war ein Ganzkörper-Badeanzug. Und insofern sind die nackten Figuren natürlich eine Zutat der 30er Jahre. Aber die Idee, dass in diesen Kabinen eine Verwandlung stattfindet, die hat ihn immer fasziniert. Und das ist das erste Blatt. Und diese Illustration, und jetzt kommen wir wieder zu unserem Thema, basieren darauf, dass de Quirico aus sehr verschiedenen kulturellen Sphären Elemente genommen hat und sie zu in dem Falle gezeichneten Collagen kombiniert hat. Und auf einem der Blätter sehen wir eben, jetzt müssen wir mal daran denken, dass wir es immer seitenverkehrt sehen. Das heißt, de Quirico hat ein Buch gehabt mit diesem Gemälde von Max Klinger und hat von dieser Abbildung direkt auf den Steinen gezeichnet. Und durch den Druck erscheint das Ganze dann seitenverkehrt. Aber es bleibt deutlich erkennbar. In diesem Fall ist es schon wieder ein Punkt, wo das Bildzitat erkennbar bleibt, aber abgewandelt wurde. Denn statt der Europa auf dem Stier hat de Quirico den Meeresgott Poseidon mit dem Dreizack auf einem Pferd gemalt. Aber wie soll man sagen, die Umrisse, das Motiv mit dem Wasser, auch der Schwimmer oder die Schwimmende, die von mir aus gesehen, zum linken Bildrand hinausschwimmt, die hat der Quirico ebenso mit übernommen. Auch ein bisschen von dem Wogen. Und dann hat er allerdings hat es in eine andere Sphäre gebracht und im Grunde sehr schön durch eine Art Zaun getrennt. Das heißt, wir sehen vorne so ein Arrangement der Bagni, das heißt, das sind die Flüsse, das Wasser, die Figuren und die Badehäuschen, die so wie so kleine Inseln im Wasser stehen. Und dann kommt ein Zaun, oder ist ja, es ist so Zaun oder eine Abtrennung, um genauer zu sein. Und dahinter kommt dann diese andere Dimension, das Meer, was quasi faktisch über den Zaun in die, wirklich mit einer zerstörerischen Kraft in die Bagni-Gruppe hineinbrechen würde. Und das ist also die direkte Verbindung zu eurem Gemälde in der Sammlung. Es gibt nämlich noch mehrere Motive von Klinger, die de Quirico in dieser Serie verarbeitet hat. Wir können jetzt noch ein zweites Blatt nehmen, aus der gleichen Folge, bei der wir eine ähnliche Bildtrennung haben. Auch der Vorderteil ist eine flache Landschaft mit Figuren, über die wir gleich noch im Detail reden. Dann kommt eine Hügelkette und in der Hügelkette sitzt bei de Quirico eine Figur, die vermutlich als Zeus oder Kronos zu interpretieren ist. Und diese sitzende Figur hat er wörtlich aus einer anderen Grafik von Klinger übernommen, nämlich aus dem Blatt Integer Vitae von 1885 bis 1900. Also die Datierungen sind nicht ganz präzise. Aber auch hier sieht man ganz deutlich, wie er die ganze Komposition übernimmt, aber dann leicht abwandelt. Und in diesem Blatt haben wir sehr schön einen der wenigen Fälle, in der Klinger und Böcklin gleichzeitig in einem einzigen Blatt vereint werden. Wenn wir uns nämlich jetzt diese Figuren im Vordergrund anschauen, dann sehen wir links ein Duell zwischen zwei Zentauren. Der Linke hat einen Speer in der Hand oder einen kurzen, ja, es ist wohl ein Speer. Und der Rechte, es war auf der Flucht, dreht sich um und hebt einen schweren Stein, um ihn gleich auf seinen Kombattanten zu schleudern. Und genau diese Figur des schleudernden Zentauren hat der Quirico aus dem Blatt aus dem Gemälde Zentaurenkampf von Arnold Böcklin übernommen. Ein Gemälde, was kriegsbedingt seither verschollen ist und auch nur in wenig qualitativ vollen Abbildungen überkommen ist. Und ich zeige hier eine Farbpostkarte. Merkwürdigerweise ist diese Fassung der Farbpostkarte gut überliefert und da sieht man auch sehr schön, wie genau de Quirico die Umrisse übernommen hat. Du hast ja auch dargelegt, dass de Quirico in München in seiner Zeit den 1902 von Schmidt herausgegebenen Band über die Werke von de Quirico gesehen haben mag. Den zeigen wir hier auch in der Ausstellung, um immer wieder diese Bildvergleiche und auch die möglichen Bildvorlagen auch präsent zu haben vor den Gemälden von de Quirico. Du hast sicherlich recht.
Die Zeit in München war für die Kiriko prägend in seiner Vertiefung der Liebe zu Böcklin, zu Klinger, aber auch zu einem, den er ganz besonders liebte, aber vergleichsweise wenig verwendet hat, Moritz von Schwind, und anderen Deutsch, ja, im Grunde die deutsche Romantik, weniger Caspar David Friedrich und dieses Religiöse als so die etwas profane, in Anführungsstrichen profane Romantik, in der Kombination mit Mythologie. Und da gibt es zwei Dinge. Das eine sind natürlich die Originale. Also ich habe manchmal das Gefühl, der Kiriko ist jeden Tag mindestens eine Stunde in die Schackgalerie gegangen, weil so viele Bilder von Böcklin und anderen hat er nie mehr vorher oder nachher an einem Ort sehen können. Und das zweite ist, dass er ja seinen Bruder zum Musikunterricht bei Max Reger begleitete. Und während, und um zu übersetzen, Savinio konnte Deutsch, aber nicht so gut, um wirklich Unterricht zu nehmen. Und wenn der Kiriko allerdings nicht übersetzen musste, dann blätterte er in dem großen Band mit den Heliogravüren nach dem Werk von Böcklin. Das sind allerdings, ihr habt es ja in der Ausstellung, aber für den, der das jetzt nicht sehen kann, das ist kein Buch, das man Seite für Seite blättert, sondern man muss es schon auf den Tisch legen. Es sind Blätter, die wir heute nur mit Handschuhen anfassen dürfen, um dann wirklich Blatt für Blatt zu nehmen. Auf der anderen Seite sind die meisten sehr, sehr detailliert. Also es ist wirklich für damalige Verhältnisse absolut qualitätvolles Abbildungsmaterial, wo man auch wirklich Gemälde studieren konnte. Also, und auch diese Welt hat sich dann bei de Chirico ja unauslöschlich eingeprägt. Was er in München im Original gesehen haben kann, hast du erforscht, waren die Radierungen von Max Klinger, die er so unglaublich schätzte. Wir haben in der Hamburger Kunsthalle durch Alfred Lichtwag, der auch dieses Gemälde erworben hat, eben fast die gesamte Druckgrafik von Max Klinger. Alfred Lichtwag war mit Klinger befreundet, deswegen ist das hier im Haus und deswegen zeigen wir in der Ausstellung in Nebenkabinetten die Mythologie, die Bagni, die du eben erwähnt hast, neben Radierungen von Max Klinger. Vielleicht darf ich dich jetzt damit hinnehmen, dass wir weiter über die Bildzitate de Chiricos vor den Klingerwerken reden. Ja, dann kann ich nur noch ergänzen, dass auch München hat damals Grafik von Klinger gesammelt. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Zeugnis eines griechischen Kommilitonen von de Chirico, der beschreibt, mit wie viel Enthusiasmus, aber auch mit wie viel damaliger Unkenntnis und Unverständnis. Er sagt, heute, 50 Jahre später, habe ich überhaupt erst verstanden, was wirklich an diesen Radierungen so bedeutsam war. Aber wir waren so fasziniert und haben uns die immer wieder vorlegen lassen. Das heißt, da hat der Kiriko tatsächlich wirklich viel im Original gesehen. Ich habe jetzt nicht im Kopf, aber München hatte, ich habe irgendwo mal ich glaube, sogar eine Liste veröffentlicht, was die grafische Sammlung damals schon verfügbar hatte. Und es waren ähnlich, würde ich sagen, wie in Hamburg. Es sind vor allen Dingen die Folgen. Und wo sich das meistens unterscheidet, sind Einzelblätter. Das hat nicht, die sind, glaube ich, nicht systematisch wirklich von jedem Museum gekauft worden. Hängt ja auch mit der Auflage zusammen und sicherlich der Bedeutung. Aber da hat der Kiriko wirklich viel, viel Zeit verbracht. Und diese Beschreibung des Griechen ist wirklich sehr anrührend, muss man sagen. Wir haben noch einen Aspekt bei dem Umgang mit solchen Bildquellen, den man zumindest nebenbei erwähnen sollte. In einem weiteren Blatt zitiert de Chirico das berühmte Bild von Max Klinger, die blaue Stunde. Und zwar die zusammen oder in sich die beiden angewinkelte, ganz eng umschließende Figur zur Rechten. Er nimmt sie in sein Blatt. Durch das Zeichnen erscheint sie aber seitenverkehrt, was man an den Beinen ganz deutlich sieht. Auf der anderen Seite dreht er aber bewusst den Kopf, sodass er eine Dialogstruktur mit der großen Figur in der linken Bildhälfte hat. Da ist das Modell, der sogenannte Idolino, eine antike Skulptur aus dem Archäologischen Museum in Florenz, wenn ich jetzt richtig erinnere. Und hier macht er etwas, was man ein bisschen sieht.
Um diese Dialogstruktur hinzubekommen, kopiert er diese Figur seitenverkehrt. Und das sieht man besonders gut am Oberarm mit der abgestreckten Hand. Da hat er ein Problem, diese Figur, die er sieht, seitenverkehrt zu zeichnen, dass sie dann seitenrichtig im Druck wieder erscheint. Und 15 Jahre später, nach dieser Grafik, nimmt er das Bild fast 1:1 in ein Gemälde wieder auf. Und da sieht man dann, wie er all diese Übergänge, die noch ein bisschen holprig sind in der Grafik, wie er sie in dem Gemälde schön glättet. Und da sind die Figuren dann wieder perfekt dargestellt. So, und jetzt haben wir noch ein weiteres Blatt, mit dem wir uns mit Savinio beschäftigen. Aber vorher möchtest du einen Blick auf die Klingerradierung in eurer Ausstellung werfen. Du hast das eben so nett gesagt, die Kuratoren hängen die Mythologie so, wie sie wollen, weil es keine eindeutige Reihenfolge gibt, richtig? Das haben wir auch gemacht. Wir haben hier die Blätter, die publiziert sind von der Mythologie, also die 10 Lithografien haben wir immer neben ein Blatt von Klinger gehängt, wo man einfach dann doch sieht, wie sehr sich die Kiriko hat anregen lassen, unter anderem von der Brahms-Fantasie von Akkord, von dem Blatt von Max Klinger. Und es ist ja so, dass wir eben diesen Grafikbestand besitzen, weil Alfred Lichtwarck befreundet mit Max Klinger war und praktisch die gesamte grafische, druckgrafische Oeuvre von Max Klinger erworben hat bis 1913, weil Lichtwarck sagte, dass eigentlich mit Klinger die deutsche Grafik wieder zu neuer Blüte kommt. Und wenn ich es richtig erinnere, ist es ja genau auch die Radierkunst, die Radierungen, die de Chirico besonders an Max Klinger auch schätzt, wo er schreibt, auch in seinem Text 1920 über Klinger, dass da besonders seine Fantasie auch zum Ausdruck kommt, nicht wahr? Ja, zu Max Klinger hatte er, anders als zu Böcklin, deutliche Kritik anzumerken. Also diese großen, überladenen Dinge wie die Wandmalereien in der Aula zu Leipzig, Christus im Olymp und solche Dinge, die waren ihm dann doch zu pompös. Er sagt es nicht, aber im Grunde spürt man, dass er da mit Nietzsche sagen würde, das ist alles viel zu sehr Wagner, das ist alles viel zu bombastisch. Und da hat er sich dann auch, da hat er wirklich Distanz von. Aber die Druckgrafik, der galt natürlich wirklich die ganze Liebe. Und ich finde schön, dass ihr das so gehängt habt. Und falls ich doch noch in die Ausstellung komme, da bin ich wirklich neugierig drauf, weil im Hintergrund sehe ich wirklich, wie ihr das auch aufgeht mit dem Häuschen und der dunklen Hälfte rechts und dem hinteren Teil, der in die Tiefe führt. Also das ist jetzt eine andere Form, sehe ich jetzt ein bisschen so zum ersten Mal, dass man eigentlich auch auf der Ebene von so einer gewissen Analogie sprechen kann, ne? Die so eher etwas im Ungefähren bleibt, weil sie nicht wirklich kommt. Das ist ja nicht wirklich das Häuschen, aber so der Gesamteindruck gerade auf die Distanz, der kommt eben sehr nah. Also ich finde, das überzeugt, diese Konfrontation, wirklich. Jetzt nehmen wir das letzte Blatt von Klinger in Augenschein, wo wir quasi den Untergrund sehen. Wir sehen nämlich eine Rückenfigur in dem parkettartigen Wasser stehen und sie ist unter dem Badehäuschen zu denken. Also so eine leichte Untersicht, weil nach oben hin sehen wir den Boden des Badehauses. Und diese Figur hat de Chirico als Bildzitat von Max Klingers Gemälde Christus im Olymp übernommen. Damit widerspreche ich mir ein bisschen selbst, wo ich gerade gesagt habe, dass diese großen Dinge nie so die Begeisterung gefunden haben, aber in solchen Details dann doch. Und auch hier muss man wieder berücksichtigen, die Seitenverkehrtheit, aber dann passt es 1:1. Und bei dieser Figur kann man sehr schön anknüpfen an das, was wir eingangs kurz mal gestreift haben. Dinge, die de Chirico und Savinio zusammen machen oder oder parallel oder immer wieder in Bezug aufeinander. Denn von Savinio kennen wir ein wunderschönes Gemälde von 1929, also jetzt 5 Jahre bevor de Chirico die Bagni-Serie gestaltet hat. Und das hat den schönen Titel Entdeckung einer neuen Welt. Das heißt, die Metaphorik der Entdeckung und so, auf die brauchen wir jetzt hier nicht einzugehen. Aber auf die Art und Weise, wie Savinio dieses Bild zusammengesetzt hat. Ganz im Vordergrund sieht man noch viel deutlicher als bei de Chirico, denn Savinio übernimmt auch den Stock der Figur, also den Stab,
den Merkur bei Klinger hinter dem Rücken hält. Dann kombiniert er in seinem Bild die männliche Figur mit einem Urvieh. Das ist seitenverkehrt die Wiedergabe aus Böcklings Gemälde Das Schweigen im Walde. Und diesem Urvieh setzt er ein Geweih auf. Und dieses Geweih stammt aus einem naturhistorischen Buch und ist das Geweih eines Tieres, eines urzeitlichen Tieres, was sich Sivaterium nennt. Und von Sivaterium kommen wir dann schnell zu Shiva, der indischen Gottheit. Und dann sind wir, wenn man sich die Landschaft anguckt, ist eine Hochgebirgslandschaft aus dem gleichen Buch. Und jetzt sehen wir auf einmal, wie Savinio aus ganz verschiedenen Kontexten Dinge zusammenbringt, die ihre ursprüngliche Bedeutung haben, die aber dann auch in Zusammenwirkung sich gegenseitig modifizieren. Und da entfaltet sich ein Spiel von Assoziationen, die fast ins Unbegrenzte sind, gehen können, die aber auf der anderen Seite auch gelenkt werden. Und wenn man ja mal wirklich Bild für Bild verfolgt und sieht, welche Zusammenhänge es gibt, dann ergibt sich tatsächlich wie bei einem alten Meister eine wirklich schlüssige, stimmige, ikonografische Deutung. Und bei Savinio, das sieht man auch in diesem Bild, deutlicher als de Chirico auch über das, was er tut, gleichzeitig im Bild selbst reflektiert. Denn er bringt Dinge hinein, die wir bei de Chirico nur ganz selten sehen. Völlig verstörend ist natürlich der Hintergrund. Das heißt, diese Figur, das Urvieh, auch das Ambiente sind in gewisser Weise mit dem Fenster und so, haben ein gewisses Maß an Realität, während dann dieser Himmel komplett Fiktion ist. Das ist so ein Pop-Art-Himmel aus der Comic-Szene, wenn man so will. Und dadurch zeigt uns Savinio eigentlich, dass hier Dinge zusammenbringt, die nicht stimmig sind, die nicht wirklich so zusammengehören. Und das ist auf einer Ebene, die wir wahrscheinlich jetzt hier nicht wirklich vertiefen können, aber dann, wo das Prinzip des Zitats tatsächlich spannend wird. Von Savinio gibt es den wunderschönen Satz eigentlich, die Erinnerung ist die Mutter der Kultur, die geordnete Sammlung unserer Gedanken und nicht nur unserer. Das heißt, qua Erinnerung, in der Erinnerung steckt das, was überhaupt die Kultur ausmacht. Erinnerung ist für Savinio, zumindest wenn er sich als Maler äußert, immer an Bilder gebunden. In Texten wird es natürlich schwieriger, aber Erinnerung ist an Bilder gebunden und das Bild und Erinnerung zusammengehören, ist ja so, dass Erinnerung ja nie fest ist. Erinnerung ist ja etwas, was nach Tagesform mit der Erfahrung der Jahre, Erinnerung von uns oder kulturelle Erinnerung, es sind ja immer bewegliche Dinge. Es ist ja nicht fest einzugrenzen. Es gibt ja nie die Erinnerung, die für alle gemeinsam wäre. Aber in so einem Zitaten-Mischmasch kommen verschiedene Erinnerungsebenen zusammen, die sich gegenseitig dann selbst modifizieren. Und daraus entsteht ein Prozess, der eigentlich nie abgeschlossen ist. Das heißt, für solche Bilder gibt es immer nur vorläufige Deutung, bevor die nächste Assoziation sich in das Bild hineindrängt, kann man fast sagen. Und das gilt in weiten Teilen auch für die Chirico. Und an dem Fall, wie gesagt, sieht man schön, wenn beide sehr ähnlich die gleichen Dinge benutzen. Die gleichen Dinge zitieren, aber bei Savinio sagst du, der macht es so extrem, dass er offenlegt, dass es Zitate sind, die er dort zusammenbringt. Bei de Chirico bist ja nun du es, der das herausfindet, woher das kommt und dass es zusammen kollagiert ist sozusagen. Der legt es nicht so offen in seinem Bild selber schon, dass er diese Strategie benutzt. Da ist ein Unterschied zwischen den beiden, oder? Da ist ein großer Unterschied und ich hab auch wie immer noch keine richtige Antwort darauf, aber eins wird man sagen, Savinio hat sich immer als Dilettant bezeichnet, im positiven Sinne. Stendhal, das ist für ihn der Dilettant schlechthin. Und Dilettanten haben ja im Grunde den Vorteil vor Professionellen, sie haben keine Deformation professionell. Wer also so ein langes akademisches Studium durchlaufen hat, wer die Dinge lernt, die man als Maler damals lernte, dem tut es schwer, umzuswitchen und andere Dinge zu machen. Jemand, der als Dilettant arbeitet, hat eigentlich auch mental eine größere Freiheit, so könnte man sagen.
Und er ist vielleicht auch ein bisschen mutiger. Ich glaube, Savinio war in den Bildern mutiger, weil es für ihn nur eine Form war, von mehreren, die er hatte, um sich auszudrücken. Und wir können, man kann natürlich nie eine Geschichte als ob schreiben, aber wenn Savinio nicht den ganz schnellen Erfolg innerhalb von ein, zwei Jahren hat, also er hat 25, 26 wieder angefangen zu malen. Und hat dann nach ein, zwei Jahren die ersten Ausstellungen gehabt und reihenweise seine Bilder gleich verkauft. Also er war wie ein Komet, so ist er gestartet. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das nicht den Erfolg gehabt hätte, dann hätte er das ganz schnell wieder gelassen, während der Chirico bis zum letzten Atemzug gemalt hat. Der konnte nicht ohne Malerei. Da gibt es sicherlich einen großen mentalen Unterschied zwischen beiden. Und jetzt gehen wir ein gutes Jahrzehnt zurück. Der Chirico lebte damals in Rom. Und hier in Rom entstanden in seiner sogenannten romantischen Periode eine Serie, die allgemein als römische Villen bezeichnet werden. Auch hier ist das Prinzip, mittlerweile ist es ja unseren Zuschauern bekannt, das Prinzip der Collage. Das erste Bild, was wir sehen, ist ein kleiner Platz vor einer schönen römischen Villa mit einem Ritter links, einer wahrscheinlich seiner Geliebten, seiner Frau auf einem Sockel sitzend und links nochmal ein Liebespärchen. Der Zitatcharakter bei diesem Bild fängt damit an, dass die Häuserfront am Ende der Straße steht, in der die Chirico damals sein Atelier hatte. Also wenn man heute die Via Orti di Alibert besuchen würde, das ist so eine leicht ansteigende Straße, dann sieht man exakt die Szene, die die Chirico da gemalt hat. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Der Rundtempel ziemlich in der Mittelachse, der gehört nicht zu der Villa, sondern das ist der Vorbau, den Pietro da Cortona gemacht hat, der Portikus von Santa Maria della Pace in der Innenstadt von Rom. Das heißt, auch dieses Gebäudeensemble ist eine Collage, zusammengesetzt aus Fragmenten, die an verschiedenen Stellen in Rom zu finden sind. Wenn man jetzt glaubt, dass auch die Zypressen im Hintergrund ein kollagiertes Element ist, dann muss man ausnahmsweise den Zuschauer enttäuschen. Die standen damals wirklich da. Und heute sind sie nicht mehr da. Aber wir wissen von einem Freund von de Chirico, Filippo de Pisis, der de Chirico in dessen Atelier aufgesucht hat und der die gleiche Straße gemalt hat, mit dem gleichen Baumbestand, den auch de Chirico damals gemalt hat. Das heißt, dieser Teil ist tatsächlich eine realistische Vedute. Und in diesem Teil komponiert der Chirico jetzt Figuren hinein, die er aus anderen Bildern entnimmt. Wenn man sich den Reiter rechts anschaut, vor allen Dingen die Rüstung ganz detailliert, dann ist es exakt die Rüstung, die Böcklin in dem Gemälde Der Abenteurer gemalt hat, was heute in Bremen hängt. Was der Chirico verändert, ist das Pferd und ist auch ein bisschen ein Ausdruck. Der Ausdruck, die Gestik des Ritters. Was wir sehen, hier kehrt dieser Arm zurück, den wir auch schon bei Odysseus gesehen haben. Das heißt, dieser Arm, der irgendwie mit Sehnsucht konnotiert ist, der auf was verweist, was wir eigentlich nur erahnen können. Dann die anderen Details, wenn man sich aber die Rüstung bis hin zum Sattel oder auch anschaut, wie der Fuß im Steigbügel steckt. Bisschen so Details, dass man den Degengriff, der so in Bauchhöhe am Rand erscheint, das alles wird übernommen. Aber dann nimmt er zum Beispiel den Helm, den Böcklins Ritter in der Hand hat, und gibt den der Frau, die unten sitzt, quasi in den Schoß. Und diese Frau, nur als kleiner Schlenker, um zu zeigen, wie der Chirico gearbeitet hat, diese Figur hat er entwickelt anhand eines Handbuches zur griechischen Skulptur. Das ist in sechs Bänden erschienen zwischen etwa 1900 und 1930. Da sind Tausende, wirklich Abertausende von Briefmarken, großen Umrisszeichnungen von antiken Skulpturen enthalten. Und da findet man ziemlich exakt genau die Frau, die de Chirico dann als lebendige Frau in sein Bild übernommen hat. Und jetzt nochmal zur Funktion des Bildzitates. Auch hier immer der gleiche Mechanismus. Wir sehen die Abschiedsszene. Und der Verweis auf den Abenteurer zeigt uns dann eine weitere Episode der gleichen zu denkenden Geschichte. Nämlich auch dieser Abenteurer ist ein sehr desillusionierter, der auch nicht mit Schätzen reich
beschenkt nach Hause ist, sondern der einfach nur müde ist. Sein Pferd bricht schon fast zusammen, so armselig sieht dieser Klepper aus. Und um ihn herum ist nur Sand und Gebeine. Das heißt, der große Aufbruch kontrastiert stark mit dem, was uns über die spätere Geschichte ja assoziiert wird, beziehungsweise an was wir da zu denken haben. Und jetzt nehmen wir ein zweites Bild. Wir haben jetzt immer nur Bürkling und Klinger genommen, weil das sicherlich die sind, die De Chirico am meisten bei seiner kulturellen Strandräuberei geplündert hat, um mal in der Metaphorik dieser Abenteurer zu bleiben. Aber eine weitere Villa, die wir sehen, in der Mitte ein riesengroßer Eukalyptus. Und rechts haben wir so ein Häusereck, das ist in der Nähe des Botanischen Gartens in Rom, kann man also lokalisieren. Während links das Gebäude natürlich eine, ja, es ist kein Zitat, es ist einfach eine Anspielung, eine Referenz an die berühmten Villen am Meer von Arnold Böcklin. Das ist so eingängig, das muss man gar nicht sagen. Wirklich kurios ist aber die Szene des Brunnen ganz links unten. Die hat der Chirico aus einem Bild von Karl Spitzweg übernommen, den man jetzt nun überhaupt nicht erwarten würde. Das Gemälde heißt Kunst und Wissenschaft, befindet sich in der Neuen Pinakothek in München. Und da können wir davon ausgehen, dass De Chirico das gesehen hat. Ich frage mich allerdings damals, ob er sich schon als Student tatsächlich für Spitzweg interessiert hat, weil in Deutschland, da ist er ja ein bisschen so an der Grenze der Hochkunst angesiedelt und sehr populär, um es mal so auszudrücken. Und aber jedenfalls 1924 baut er ihn dann ein und als wir das gefunden hatten, musste man irgendwie an die Zeilen denken, am Brunnen vor dem Tore oder so. Also so der Inbegriff auch von deutscher Romantik, der dann irgendwo da reinspielt, obwohl es natürlich hier ein Eukalyptus ist. Und naja, das ist eines der wenigen Beispiele. Ich muss sagen, ich habe viel Spitzweg mehr angeschaut, aber es gibt nicht wirklich weitere so aussagekräftige und überzeugende Zitate. Jetzt kommt ein Künstler, der in den Texten von De Chirico sehr oft in einem Atemzug mit Böcklin und Klinger genannt wird, aber bislang in der Literatur über De Chirico eher ein wenig unterbelichtet ist, nämlich Hans Thoma. Es liegt daran, oder es mag daran liegen, dass De Chirico anders als zu Böcklin und Klinger nie einen wirklich großen Essay über Thoma geschrieben hat. Es gibt so Andeutungen in den Texten, dass auch sowas mal vorgesehen war. Wahrscheinlich hat sich dann nie die Gelegenheit geboten und dann ist dieser Text nie erschienen. Was mir aber aufgefallen ist, dass Thoma zu den Künstlern gehört, die bislang mit an der Spitze der rein quantitativ betrachtet, der als Quelle der Bildzitate zu nennen ist. Und da bin ich doch zunehmend drüber erstaunt. Wenn man sich die Bildzitate, wir werden ja gleich einige sehen, anschaut, dann versteht man auch so ein bisschen, warum er das gemacht hat. Aber es ist schon erstaunlich, dass ein Künstler, der so eher weniger in seinen Texten aufscheint, dann doch mehr in seinen Bildern aufscheint. Wir beginnen einfach mal, weil wir beim Thema Humor waren, mit einer kleinen Zeichnung von zwei Zentauren von 1948 etwa. Und darunter ein Gemälde oder daneben ein Gemälde, die Meermänner, also die Tritonen von Hans Thoma. Und der linke ist wirklich der Oberkörper von einem Triton auf einen Zentauren, wie soll man sagen, transplantiert worden. Und wenn man sich jetzt diese schon bei Thoma kann man eigentlich die Sache nur mit Humor betrachten, denn natürlich hat niemand von uns je einen Triton gesehen, aber die Vorstellung, dass diese alten Männer Tritonen sein sollen, die bringe ich auch nicht so über mich. Und der alte Mann, der sogar ganz leichte Züge von einem Selbstbildnis annimmt, wenn man an die doch sehr ausgeprägte Nase und die Augenpartie denkt und auch das flache Haar, was De Chirico so angelegt hat, dann muss ich sagen, das ist so ein Zitat, was man tatsächlich auch mit Humor schreiben kann und vor allen Dingen mit Humor eigentlich auch nur genießen kann. Jetzt kommen wir zu unserem Schlusskapitel, zu Hans Thoma. Und dann hatte ich ja versprochen, ganz am Anfang, dass wir ein Bild nehmen. Da können wir jetzt eigentlich nur eine Frage dran aufwerfen.
Das Bild heißt Reiter und Pferd, also ein wirklich spannender Titel. Und es gibt wieder den einsamen Ritt, den Hans Thoma 1889 gemalt hat. Und hier stellt sich wirklich die Frage, in welche Kategorie haben wir so ein Bild einzuordnen? Wenn man jetzt spontan sagen würde, ja, das ist ja nur eine Kopie, wie man sie im akademischen Kontext im Grunde genommen ja bis in die 20er, 30er Jahre gepflegt hat, dann muss man sagen, eigentlich nicht. Denn diese Art von Kopien hat auch de Chirico sehr viele bis ins hohe Alter gemacht. Er hat Bücher genommen, meist schwarz-weißer Bildungen, und dann virtuos nachgemalt. Aber bei diesen Nachmalungen hat er immer signiert Giorgio de Chirico und darunter kam in Klammern nach Rubens, nach Delacroix, nach Courbet und wen er alles imitiert hat. Das heißt, diese Art von Kopie in der langen Tradition des Sich-Messens und des Lernens, das scheint hier mir nicht das Angemessene zu sein. Denn das Zweite ist, auch hier gilt, er musste ja die gesamte Farbigkeit erfinden. Thoma hat er nach einem Buch kopiert, und zwar, ich halte es mal, ups, kann man es sehen, nach diesem schönen Werk, Dick und Schwer, ein voluminöses Buch, herausgegeben von Henry Tode, schon bereits 1909. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass der Chirico sich das noch in München gekauft hat und dann sein Leben lang im Reisegepäck gehabt hat. Allerdings ist es mit 2,5 Kilo dafür reichlich schwer. Und es hat es hat 500 Seiten und auf vielen Seiten sind manchmal noch zwei Gemälde reproduziert. Also es ist so ziemlich das Gesamtwerk von Thoma bis 1909. Er hat ja noch länger gemalt. Aber alle Quellen, die ich gefunden habe, stammen aus diesem Buch. Die eine oder andere ist natürlich auch an anderer Stelle publiziert. Aber es sind so viele, dass man sagen muss, nein, es muss in erster Linie dieses Buch als Quelle gewesen sein. Und deshalb werden wir auch bei den nächsten Bildbeispielen nur noch Schwarz-Weiß-Beispiele von Thoma zeigen, weil auch hier gilt, im Original wird er ganz wenig gesehen haben. Und das hatte er also nur in Farbe. So, lassen wir den Reiter einfach mal mit einer großen Frage so stehen und kommen zu den zwei letzten, wo ich zeigen möchte, wie de Chirico auch Bildcollagen baut in seinen Gemälden. Wir haben es ja gesehen bei den Bagni in der Grafik und jetzt sehen wir zwei Gemälde. Das erste ist ein Gemälde, Sera d'Estate, also der Sommerabend, etwa von 1939, 1940. Wir sehen vorne einen Knaben, der sich über eine Quelle beugt mit angewinkeltem Arm, um eben zu trinken. Rechts ein Pferd mit Sattel. Der ganze Hintergrund mutet an wie eine Paraphrase einer Landschaft von Rubens. Aber es ist tatsächlich nur eine Paraphrase, noch keine wirklich 1:1 Adaption von Rubens. Für die linke Figur, die sich wirklich sehr akrobatisch beugt und gezeichnet ist, nahm er das Gemälde von Hans Thoma, Die Quelle, von 1895. Und hier sieht man, wie er wirklich bis ins letzte Detail in den Falten, die Lichtsetzung ist etwas intensiver als bei Thoma, diese Figur übernommen hat. De Chirico war in diesen Jahren mit einem Florentiner Antiquar befreundet. Und vor einigen Jahren hat eine italienische Kollegin den Sohn befragt. Und der Sohn hat neben vielem Richtigen der armen Frau auch eine ganze Menge Märchen erzählt. Unter anderem hatte er erzählt, er selbst hätte als junger Mann damals Modell gestanden, als de Chirico dieses Bild gemalt hat. Und jetzt muss man sagen, nein, dann hätte der Sohnemann eben schon Hans Thoma Modell stehen müssen, denn dieser Jüngling ist eine 1:1 Kopie aus dem Gemälde Die Quelle, was Hans Thoma 1895 gemalt hat. Der zweite Teil dieses Gemäldes von de Chirico findet sich nur wenige Seiten später in dem gleichen Buch von Hans Thoma, nämlich diesmal geht es um das Pferd. Wir sehen das Gemälde von Thoma, der Erika Ritter von 1894. Interessanterweise sind die beiden Bilder auch fast gleichzeitig, die er als Vorlage genommen hat. Und da nimmt er wortwörtlich, übernimmt er das Pferd. Bei diesem Bild, dieses Bild steht in einer Reihe und mit anderen Darstellungen, die Jünglinge an Quellen zeigen, an Flüssen. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch schon festgestellt,
Schon auf der Serenade, die er bei euch in der Ausstellung hat, ist ein Brunnen zu sehen. Brunnen ziehen sich durch die ersten Motive der metaphysischen Malerei. Brunnen tauchen dann in den 20er Jahren auf. Also Brunnen und Wasser in den Bagni, es ist dann gefrorenes Wasser oder parkettartiges Wasser. Also Wasser ist für de Quirico schon ein Thema. Gut, jetzt nehmen wir als letztes Beispiel so ein, was auch in gewisser Weise so ein Resümee wird von vielen Themen, die wir heute nicht richtig vertiefen, aber wenigstens streifen konnten. Wir nehmen ein weiteres Bild zum Thema die Dioskuren. Wir müssen also jetzt nicht mehr darauf hinweisen, dass das ein Teil der künstlerischen Verarbeitung seines Verhältnisses zu Alberto Savinio, seinem Bruder, ist. Wir versuchen jetzt erstmal die Elemente zu bestimmen. Das große Pferd in der Mitte stammt aus einer Lithografie des französischen Künstlers Jean-Victor Vincent Adam, Vincent Adam und trägt den schönen Titel Cheval en Liberté, stammt aus den Jahren um 1850. Adam war, wie der erwähnte Julien, erst Maler und dann vor allen Dingen Lithograf und sein Werk umfasst mehrere hundert Blätter. Also das sind kleine Erzählungen, Darstellungen, sehr viele Suiten über Pferde. Es gibt ein Buch, da werden Pferde porträtiert. Und eine dieser vielen Lithografien ist eben dieses Pferd, was für de Quirico so eine Art Lieblingspferd geworden ist, weil von Mitte der 30er Jahre bis im Grunde Mitte der 60er Jahre gibt es das Pferd ja, 25, 30, 35 Mal in ganz verschiedenen Zusammenhängen. Also als Einzelpferd, als Zeichnung, als Gemälde kombiniert mit ganz verschiedenen Dingen. Also dieses Pferd ist ein fester Bestandteil seiner persönlichen Ikonografie geworden. Jetzt kommen wir zu der linken Figur, bekleidet mit so einer Art Fell, also gar nicht antikisch in dem Falle, sondern eher urzeitlich, prähistorisch. Und hier ist die Quelle, das Gemälde von Hans Thoma, Abels Opfer von 1891. Und wir sehen, wie er diese Figur übernimmt, allein, dass er den Kopf nicht gesenkt hält, sondern ein wenig den Blickkontakt zu seinem Gegenstück, also den Kopf erhebt, um zu dem anderen aufzuschauen. Diese Geschichte ist natürlich insofern spannend, weil wenn wir jetzt auf der ersten Ebene die Dioskuren haben, die Dioskuren sind die unzertrennlichen Brüder. Als Dioskuren wurden de Quirico und Savinio seit den 20er Jahren beschrieben. Aber diese Beziehung zwischen den beiden war nun wirklich alles andere als unproblematisch. Das heißt, wir haben eben in dem Bild den Fluss gesehen, der sie verbindet und der sie teilt. Und in diesem Falle stehen sie zusammen. Und oberflächlich betrachtet ist das ein Idyll aus Kindheitstagen am Golf von Thessalien. Und jetzt auf einmal sehen wir, dass die eine Figur Abels Opfer ist. Das heißt, auf einmal sind wir bei der biblischen Geschichte von Kain und Abel, bekanntlich im Brudermord gipfelt, ersten Verbrechen der Menschheit. Das heißt, hier kommt auf einmal eine zweite Dimension über das Bildzitat in das Bild, die nicht die erste, die Oberfläche quasi negiert und umschlagen lässt, aber quasi zeigt, dass hinter der oberflächlichen Fassade tatsächlich ganz andere Gefühlslagen und ich will jetzt nicht so weit gehen, um das als unverhüllte Wünsche zu bezeichnen, aber ich meine, wer sich selbst und seinen Bruder in der Situation von Kain und Abel darstellt, das ist eine bewusste Entscheidung, da steckt was hinter, da steckt Nachdenken drüber und da steckt auch Selbstanalyse hinter. Und das ist ein interessantes Projekt, mit dem wir mit einem emeritierten italienischen Psychiater zusammenarbeiten, um diese Familienstrukturen mal etwas aufzuschlüsseln und mal zu sehen, was verbirgt sich eigentlich hinter dem, was wir immer so leichtfertig sagen, wenn es heißt hinter den Dioskuren, ja, das ist der Quirico und sein Bruder. Denn jetzt gibt es noch eine weitere Dimension bei diesem Bild. Jetzt kommen nämlich noch die Eltern ins Spiel. Wenn wir uns also die letzte Bildquelle anschauen, dann sehen wir das Gemälde Adam und Eva von Hans Thoma. Dieses Gemälde kommt jetzt mit Rahmen und in Farbe, weil es ist tatsächlich in der Todemonographie genau so reproduziert.
Und deshalb ist es die Ausnahme, die wir auch mal in Farbe zeigen können. Aber um auf die Diskussion der Deutung zurückzukommen, jetzt sehen wir auf einmal, dass die rechte Figur, die eigentlich der ältere der beiden Brüder sein soll, auf einmal durch eine Vaterfigur, Adam und Eva, sind die Eltern von Kain und Abel. Das heißt, diese Figur wird jetzt als der Erstgeborene gleichzeitig überblendet mit der Figur des Vaters. Und nach unserem Verständnis geht es ikonografisch nicht ganz so leicht auf, weil wir würden jetzt erwarten, dass das Gleiche auch mit der Mutter passiert. Und das funktioniert natürlich nicht. Die Mutter ist nur dabei zu denken. Psychologisch geht es aber sehr wohl auf, wie unser Freund Vanni uns das immer gerne erklärt. Da die Familienstruktur bei De Chirico durch den frühen Tod des Vaters einen Bruch erlitten hat. Ursprünglich war der Vater und der Erstgeborene bilden eine sehr enge Verbindung und die zweite Verbindung ist die Mutter und der Zweitgeborene. Wobei der Zweitgeborene ein sogenanntes Replacement Child ist für die kurz zuvor verstorbene Schwester. Und Savinio, dessen Kosename Betty, also eher ein feminin anmutender Name ist, und De Chirico schreibt, dass er immer sehr schön gekleidet sei, wie ein Mädchen, und auf frühen Fotografien sieht man auch, dass De Chirico kam in die Rolle des Mannes, des Soldaten, er hat so ein Efzonengewand, also die heute noch, diese Wächter, die wir immer sehen, wenn das griechische Parlament im Fernsehen eingeblendet wird. Und Savinio kommt dann als kleines Kind eher so ein bisschen, ja, wie ein kleines Mädchen daher. Und der frühe Tod des Vaters, De Chirico war 17, es war 1905, der hat dann diese Struktur zerstört, indem De Chirico zeitlebens, mehr oder weniger unterbewusst natürlich, seinem Vater vorgeworfen hat, zu früh gegangen zu sein, zu früh in dem Sinne, dass er noch nicht die Vaterrolle als Haupt der Familie einnehmen konnte. Und das hatte ganz praktische Konsequenzen, denn ab dem Moment, ab dem Tod des Vaters, drehte sich für die nächsten 6 Jahre alle Entscheidungen der Familie nur um den Savinio. Das heißt, der Wegzug aus Griechenland passierte, weil Savinio in München bei Max Reger studieren wollte. De Chirico musste mit und ging zur Akademie. Dann gingen Savinio und die Mutter zurück nach Italien, weil sie hofften, über die Kontakte zu Mascagni und zu Tito Ricordi die musikalische Karriere von Savinio zu fördern. Und irgendwann zog auch De Chirico hinterher, weil als fünftes Rad am Wagen, wieder nach Italien. Dann ging die Mutter mit Savinio nach München zum Konzert und von da aus weiter nach Paris. Also ging auch De Chirico nach Paris in der familiären Struktur. Es gab immer auch andere Gründe, aber da sieht man, dass der Verlust des Vaters im Grunde auch sehr, sehr praktische Konsequenzen hatte. Und das ist sozusagen der Rahmen, in den wir solche Bilder einordnen, und je genauer wir dann die Quellen verstehen, umso genauer kommen wir dann dahin, was über die Kirche zu erfahren, aber auch diese Bilder richtig zu lesen. Und jetzt als Schluss muss man sagen, es gibt einen Satz von der Kirche, der sinngemäß lautet, Denken funktioniert über die Assoziation von Bildern. Und wenn man diesen Satz auf so ein Bild, wie wir das gerade wirklich ganz in groben Zügen besprochen haben, anwendet, dann kommt man dahin zu verstehen, was mit den Sachen gemeint ist. Und dann muss man sagen, jetzt bin ich etwas gewagt, aber ich glaube, so einen Satz könnte man auch als Essenz von De Chirico formulieren, der tatsächlich für sein ganzes künstlerisches Leben gilt. Und dass die Brüche, von denen wir so oft reden, dass die dann eher was an der Oberfläche sind, aber tief darunter bleiben doch bestimmte Dinge immer gleich. Ganz herzlichen Dank. Das ist wirklich extrem faszinierend, weil du jetzt auch so überzeugend nicht nur gezeigt hast, dass es ein wirkliches Strukturprinzip seiner Kunst ist, diese Bildzitate, sondern wie diese formale Frage auch wirklich dann das Inhaltliche prägt und durchdringt und dadurch auch neue Bildinterpretationen möglich sind, indem du jetzt herausfindest, woher denn die Bildelemente stammen. Und du hast ja auch darlegen können, dass dieses Strukturprinzip auch für die Werke der metaphysischen Phase auch zu erkennen ist. Wenn De Chirico, wie ihr gezeigt habt, in dem Bild, was
Ja, Stuttgart als Leihgabe hier haben eine Postkarte reproduziert, wieder gibt innerhalb der Gesamtkomposition von dieser Fabrik. Das heißt, es ist ein Strukturprinzip, wie du zeigen kannst, was sich wirklich durch sein gesamtes Oeuvre durchzieht, auch wenn du es jetzt für uns erstmal vor allen Dingen für die 20er und 30er bis in die 40er Jahre hier dargelegt hast. Was ich mich gefragt habe, ist, geht de Chirico mit seinen eigenen Bildern dann auch wiederum so um, wenn er diese ja auch variiert, wiederholt, zitiert? Und ich fand das sehr interessant und wichtig, was du dazu gesagt hast, also wie de Chirico zumindest in den 50er und 60er Jahren dann eben mit seinen eigenen Bildern weiter umgeht. Willst du das uns noch kurz erläutern? Also das betrifft natürlich eine Seite, die im Grunde genommen ab etwa 1950 wirklich relevante Form annimmt. De Chirico hat immer auf Nachfrage in den 20er und in den 30er Jahren bis 41, 42 eigene Gemälde, eigene metaphysische Gemälde variiert und in neuen Fassungen gemalt, bis hin zur eigenen Kopie. Aber da sind vieles tatsächlich Bestellungen, wie von Paul Eluard, der einfach die beunruhigten Mosen nicht kaufen konnte und dann de Chirico gebeten hat, male sie mir neu. Paul Eluard konnte auch das Rätsel eines Herbstnachmittages nicht kaufen, also hat er Max Ernst gebeten, mal mir dieses Bild neu. Für die Surrealisten war also das Bild wichtig, nicht unbedingt die Frage, von wessen Hand stammt es dann. Also da hat de Chirico so ein gespaltenes Verhältnis. Ja, er macht es, weil man damit Geld verdienen kann. Und die 30er Jahre waren hart für de Chirico, was das Finanzielle und das Ökonomische anging. Nach 1950 etwa kommt so eine serielle Produktion, eine Serienproduktion. Ich habe das dann mal genannt, wie eine regelrechte Manufaktur. Und da entstehen dann, wenn man sich überlegt, dass er in den 20er bis 49, bis 48 hat er zwei Neufassungen der beunruhigten Mosen gemacht. Nein, drei, Entschuldigung, eine Temporarbeit dazu. Also drei Neufassungen. Ab 1950 bis zu seinem Tod gibt es dann 60, 70, 80 großformatige Gemälde, also so 100 mal 80, 100 mal 70 Zentimeter. Und Paolo Baldacci hat in einem Vortrag anlässlich der Ausstellung in Stuttgart sehr schön dargelegt, dass das, was er da gemacht hat, tatsächlich nur kommerzielle Zwecke hat, weil es mit den eigenen ästhetischen Kategorien, die de Chirico in Texten parallel entwickelt, eigentlich nichts zu tun hat. Und das gilt genauso für die Piazza d'Italia Bilder, die wir heute auf jeder Kunstmesse sehen. Jede Galerie hat eins, weil es eben hunderte davon gibt. Und mal ein Männchen links, eine Figur rechts, aber im Grunde genommen ist es immer dasselbe Bild, was sich auch in der Malweise nicht sonderlich unterscheidet. Das heißt, es gibt große Schwierigkeiten zu sagen, das ist aus den frühen 50ern, aus den späten 50ern oder aus den frühen 60ern, weil sie sind relativ homogen und relativ identisch. Es gibt einen schönen Brief von de Chirico an einen seinen Galeristen aus Ende der 50er Jahre, wo er schreibt, wieso willst du immer nur Pferde, Pferde, Pferde haben? Hast du keine klugen Kunden? Wollen sie nicht wenigstens mal einen Reiter haben oder so? Also da sieht man, wie die Aufträge eintrudeln, die dann abgearbeitet werden. Und Bestellungen sahen dann so aus, dreimal Venezia, Palazzo Ducale und einmal Pferd mit Reiter. Also das waren einfach Strukturen, die sind für die 50er und die erste Hälfte der 60er bestimmt. Dann ging dieses Modell, de Chirico trennte sich von diesen Galeristen und fing an, mit Alexandre Jolas zusammenzuarbeiten, dem berühmten Galeristen auch von Max Ernst. Und der sorgte, davon bin ich fest überzeugt, dafür, dass de Chirico 65, 66 nochmal seinen Stil radikal änderte und jetzt die sogenannte neometaphysische Phase einleitete. Und in dieser neometaphysischen Phase, da macht er das tatsächlich, dass er spielerisch diese Prinzipien, die er vorher auf andere Künstler angewendet hat, jetzt auch auf sein eigenes Werk anwendet. Wir haben es gesehen, dass er zum Beispiel dieses Bagni-Gemälde, da malt er dann wirklich seine grafische Eigenerfindung ab, aber übersetzt sie in ein Gemälde. Und von diesem Bild gibt es dann, ich glaube, auch nur diese eine Fassung.
Also dieses Gemälde wurde da nicht zwei oder dreimal gemacht, bei anderen schon. Aber neben neuen Inventionen gibt es in diesem, die neometaphysische Phase, man sagt das so leicht, ist die letzte, aber sind immerhin Mitte der 60er bis etwa Mitte der 70er, wo die Kirikou gearbeitet sind, ist immerhin auch ein Jahrzehnt. Und da entstehen nochmal wirklich spannende Bilder, weil es kommt jetzt was da hinzu, was Savinio immer hat, de Chirico aber nur selten. Das ist so eine leichte Energie, Ironie, so eine gewisse Leichtfüßigkeit im Umgang mit den neuen ikonografischen Entdeckungen und den Altbekannten, die jetzt auf eine neue Art präsentiert werden. Und das ist eigentlich, macht diese Phase wirklich zu einer, jetzt immer Vergleiche sind immer hängend, aber das ist nochmal nach diesem wirklich etwas, nach diesem barocken Zwischenspiel kommt da tatsächlich nochmal der De Chirico mit 80 Jahren, wo man sagen kann, sieh an, da sind nochmal richtig spannende Dinge. Und da sind vor allen Dingen noch spannende Dinge zu entdecken, weil da beschäftigt sich nun wirklich niemand. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Wir könnten noch stundenlang dir zuhören, Gerd. Es gibt noch wirklich spannende Dinge zu entdecken und ich bin mir sicher, du bist schon mitten dabei und es ist faszinierend gewesen, dass du Einblicke gegeben hast in dieses Inventar, was du erarbeitest, dieses riesige Forschungsprojekt, um wirklich die Chirico für uns verständlich zu machen. Woher kommt er? Wo nimmt er was her? Und es war ganz, ganz beeindruckend, dass du uns da Einblick gegeben hast. Und im Hintergrund in deinem Arbeitszimmer habe ich jetzt gesehen, hängt ja der Böcklin Odysseus, die Schwarz-Weiß-Reproduktion hinter dir, womit wir jetzt wieder am Anfang unseres Gesprächs sind. Ja, großartig. Es war faszinierend. Ganz, ganz lieben Dank nach Berlin und viel Erfolg und vielen Dank für deine Einblicke in deine Forschung. Vielen Dank. Ich habe zu danken für deine freundliche Einladung. Vielen Dank auch an das ganze Team.